Hallöchen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Adam Jensen und ich habe gerade einen NeuPOS oder Neuropozin Junkie betäubt. Ich glaube, ich habe ihn K.O. geschlagen. Und wir sind auf dem Weg zu Tyndall, zur Tankstelle, um uns mal ausführlich mit ihm zu unterhalten. Und außerdem wollen wir bei Grayson ein bisschen Zeug verkaufen auch. Unser Inventar ist nämlich schon wieder voll. Das Spiel wird hier gerade so ein bisschen ruckelig. What's your pleasure, friend? Ja, das werden wir gleich mal rausfinden. Eine Schrotflinte. Wir müssten eigentlich zwei davon haben. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wohin die anderen beiden verschwunden sind. Armbrustbolzen. Wir haben keine Armbrust. Mie. Ja, wir brauchen auch unbedingt mal ein bisschen größeres Inventar, glaube ich. Ein Wir. Schockgranate. Ja, das Schadensupgrade. Ich weiß gar nicht. Wir können es ja im Moment noch bei keiner Waffe so richtig anwenden. Das ist so ein bisschen das Problem, das ich gerade habe. Ah, hier können wir Betäubungspfeile kaufen. Brauchen wir im Moment aber, glaube ich, nicht. Be sure to tell all your friends, just not the cops. Ja, mal gucken. Ja, unser Inventar ist tatsächlich relativ voll. Die hier. Komm nach hier unten. So. Ja, Inventar voll. Da müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Wie wir das in den Griff bekommen, nach Möglichkeit. Und hier können wir das Inventar fast verdoppeln, im Prinzip in zwei Stufen. Ich glaube, die nächste Stufe schaltet alles bis auf die letzten beiden Reihen hier frei. Und das würde uns schon mal ein bisschen helfen, denn im Moment, wenn wir Gegenstände aufheben und das Inventar voll ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wohin die verschwinden. So, hier, oder? Ryan, genau. Jensen, what are you doing here? I think you know why I'm here, Tyndall. I want Corella's security footage back. I don't know what you're talking about. I'm Seraph Industries' chief of security. I'm pretty sure I can find out about an edited security tape, so don't bullshit me. Ah, shit. Listen, Jensen, I never wanted things to get this bad. I'm not a bad guy. I feel for Corella, I really do. But sometimes, for a good cause, you have to get your hands dirty. Oh, there's a good cause now? Oh, I see. You think I'm selling the stuff, right? I understand why this would seem like an obvious motive, especially to an ex-cop. But trust me, you shouldn't always take things at face value. I'm not selling the neuropazine, I'm giving it away. Giving it away? To who? To the people who need it. You think everyone gets augmented by choice? No. Shit happens. And then what? You're saddled with neuropazine injections for the rest of your life. And that shit costs money. But what choice do you have? Without the drug, you'll die. Rejection syndrome, crippling pain. That just ain't right. So I did the only decent thing to do. I stepped up. Ja, also ich kann das schon nachvollziehen auf jeden Fall. Er sitzt an der Quelle, aber er läuft damit nämlich einfach ein unheimliches Risiko, glaube ich. Ihre Gründe interessieren mich nicht mehr. Oder ja, das kann ich akzeptieren. Ich ja, denke schon. Aber ich meine, er hat einfach ein Nachschubproblem im Moment, weil Carella ja nicht mehr mitmachen möchte. Er möchte seinen Job behalten. Tyndall ist schon draußen scheinbar. Dem ist das relativ egal. Aber für Carella steht noch seine Karriere auf dem Spiel. I can respect that. But blackmail is still blackmail. Corella wants out, and I'm here to make sure he gets out. Man, this whole thing is becoming way too much trouble.
I've even got two local pushers on my back because they say my philanthropic actions are undercutting their profit. That's not your only problem. A gun-toting client was waiting for you in your apartment earlier. Really? In my apartment? Shit, the dealers probably sent him. Tell you what, I'll deal with the client later. You take care of the dealers, and the footage is yours. Na super. Wozu kann ich ihn denn überreden? Okay, dann muss ich mich nicht mit den Dealern rumschlagen. Aber die bringen ja vielleicht XP, von daher, ja, ja, wir übernehmen die Dealer, kein Problem. Okay, I'll help you out. But you better not be playing me. You give me way too much credit, Jensen. I'm a security tech, not a hardened mobster. The two pushers go by the name PG and BK. They hang out in the alley near the basketball court. Just make sure they never bother me again. Was? Umbringen? What? You're asking me to kill them. Well, that's a bit drastic, isn't it? But it's your call, as long as you leave me alone. The important thing is you need to take care of both of them. Okay, also wir müssen die nicht zwangsläufig töten und ich glaube, es wäre mir auch ganz lieb, wenn wir uns auf keine Schießerei einlassen müssten. Ja, wie vermutet, hat Tindel die Überwachungsaufnahmen bei sich. Ich muss sie ihm also nur noch abnehmen. Die beiden Dealer finden. Zwei örtliche Dealer namens PG und BK haben gedroht, Tindel zu töten. Vielleicht ist er hinsichtlich der Überwachungsaufnahme ein bisschen kooperativer, wenn ich mich um die beiden kümmere. Sie treiben sich in der Gasse in der Nähe des Basketballplatzes herum. Interessant. Ja, das Ding ist klar, wir hätten ihn einfach mit unseren Pheromonen überreden können. Aber ich meine, wenn wir hier uns mit ein paar Dealern anlegen können, dann werde ich mir diese Gelegenheit ja wohl kaum entgehen lassen. Und ich bin jetzt einfach neugierig. Ich würde gern wissen, oh, falsche Seite, wo es hier hingeht. Hier geht es schon mal nicht rein. Hier geht es auch nicht rein. Und hier auch nicht. Ach, hier kommt man dann nur auf das gegenüberliegende Dach mit ein bisschen... Ah, nein. Eine Leiter. Und kommt man hier in das Gebäude rein oder nicht? Oder wie ist das hier? Ja, hier kommt man rein. Und das Dach, das sieht doch so aus, als wenn es für eine Schießerei oder eine Schleicheinlage gemacht wäre. Ich schätze mal, hier wird es irgendwann noch eine Konfrontation geben auf dem Dach. Das sieht einfach so aus vom Level-Design her. Aha, da speichert das Spiel automatisch. Warum? Was passiert hier? Stufe 2. Aha. Das speichere ich mal vorher. Ja, wir kümmern uns erstmal hier drum, um das System ein bisschen lahmzulegen, würde ich vorschlagen. Aber andererseits, wenn wir hier drüben die Knoten verstärken können, wäre das auch super praktisch. Knoten verstärken. Bisschen Spam. Access denied. Wow, da sind wir relativ schnell aufgeflogen gerade. Und die Tür hier kann man gar nicht benutzen. Okay. Auch interessant. Und hier dürfte es dann genau schon runtergehen. Ja, und warum hacke ich mich jetzt hier rein? Ich meine, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? Ich habe keine Ahnung. Ich mache das einfach, weil ich neugierig bin. Aber das System hier könnte tatsächlich noch ein bisschen zu schwierig für uns sein.
So, was macht denn der Knoten? Was? Nein. Ja, wir wissen nicht, was der Knoten macht, wenn wir ihn hacken. Aha, er senkt also. Die Stufe. So, und jetzt haben wir hier Probleme. Knoten verstärken zu spät. Und ich will natürlich alles mitnehmen. Ganz klar, und jetzt fliegen wir gleich auf. Komm schon. Access denied. Jo, Mensch. Ja, das System ist einfach relativ groß. Das ist so ein bisschen das Problem. Also da gibt es eine Menge Knoten zu hacken. Und deswegen fliegen wir da einfach zwangsläufig irgendwann auf. Und die Frage ist nur, haben wir bis dahin die Datenspeicher geknackt oder nicht? Und ich werde mal versuchen, unten bis zu dem ersten Spam-Knoten wieder vorzudringen. Und dann gleich hier oben weiterzumachen. Okay, bis jetzt läuft das ganz gut. So, hier einmal verstärken, hacken. Den hier auch verstärken, bitte. Ich würde hier voll gerne klicken können. Haben wir die? Ja, wir haben die. Lalalala. Sehr schön. 200 Credits und 100 EP. Und ein leeres Apartment. Mal wieder. Praktisch, dass die Kartons dann so durchsichtig werden. Da kann man dann direkt sehen, ob da was drunter oder dahinter liegt. Wasserhahn. Man könnte hier den Kühlschrank bewegen, okay. Als mobile Deckung benutzen. Vielleicht liegt auch irgendwas dahinter. Also wir sollten uns bei Gelegenheit auch mal einen stärkeren Cyberarm zulegen. Oder am besten zwei davon. Wo gibt's sie denn eigentlich? Sofortige Ausschaltung von Gegnern, schwere Objekte. Okay, also da müssen wir einen Punkt investieren. Wand durchschlagen, auch eine coole Sache. Und dann gibt's hier die Traglastvolumen. Ja, erhöht es immer um 2 Reihen. Na gut. Also nicht so cool, wie ich dachte, aber okay. Ja, und die Sachen hier sind, glaube ich, auch relativ nützlich. Mit den schweren Sachen anheben und so. Hier kann man nochmal hacken. Und Wände durchschlagen, weil man dadurch dann auch neue Wege freischalten kann. Im Programm die Highlights am Mittwochabend auf Hodo, Flatscreen und per Stream 20 Uhr bis 22 Uhr. Picos News Network, der Weltbericht mit Eliza Kassan. Genau, die haben wir ja schon gesehen. Kanal 120, Helden auf Abruf. Digi Direct, Clean Streets. Picosport 3, okay. Also Fernsehprogramm. Ihr könnt da gerne auf Pause drücken. Und euch das durchlesen. Mich hat das jetzt nicht so brennend interessiert. Aha, Nachrichten. Neben dem Klo, wo sonst? Ah, noch ein Riegel. Nam, 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 nam. Das war der Wasserhahn. Ich dachte schon, da könnte man vielleicht einen Schrank aufmachen. Ja, hier auch nichts Neues im Moment. Aber dafür dieser PC. Ah, Marley. Aha, hier hinten haben wir also so eine Route und ja. Nee, hier können wir direkt von hier aus hacken. Also den müssen wir auf jeden Fall hacken. Und dann gehen wir am besten so rum zur Freigabe, genau.
das sollte unser erstes Ziel sein. Sehr schön. Also bis jetzt läuft es ohne Probleme hier. Jetzt nicht mehr. Access denied. Wow, das System ist aber schnell. Da war das gerade aber richtig schnell irgendwie bei uns. Interessant. Vielleicht müssen wir die Knotenverstärkung auch nochmal irgendwie steigern, damit wir da ein bisschen mehr Zeit gewinnen können. Weiß ich nicht. Und ich frage mich wirklich, warum es hier Versuche gibt, wenn die nie runterzählen. Vielleicht ist es nur für kritische Systeme, also für Story-relevante Systeme so, dass sie Versuche runterzählen, aber hier zählen die nie runter. Und man kann ja auch nicht während dieses Timers einfach einen Versuch ja, quasi opfern. Ja, da hat er uns entdeckt, okay. Oh, oh, oh. Ah, das war knapp, das war knapp. Da habe ich ein bisschen zu langsam hier drüben auf den letzten Knoten geklickt. Der Speicher war ja schon auf 0 runtergesetzt im Prinzip. Ah, vielleicht brauchen wir diese, ja, was war es, die Zugangsbibliothek oder was auch immer da gar nicht. Bei der werden wir ja immer entdeckt. Vielleicht lassen wir die einfach aus. Wir schauen nochmal kurz. Und der, ja, der Timer, der ist hier bei solchen Systemen natürlich vollkommen überflüssig, weil wir hier ohne Zeitdruck im Prinzip hacken können. Ach nee, die Freigabe setzt das hier runter, also die ist doch schon nützlich. Ja, da werden wir aber früh entdeckt diesmal. Das können wir also vollkommen knicken, denke ich. Ja, das war überhaupt nichts. Da wurden wir viel zu früh entdeckt. Schade, schade, schade. Ja, und dadurch hat man jetzt hier natürlich so vollkommen sinnlose Downtime. Es rücken einem keine Gegner auf die Pelle oder irgendwas. Das ist einfach nur ein Ärgernis. Ja, ich würde nicht sagen, schlechtes Spieldesign. Aber ein Credit Chip. 43 Credits, da links steht's. Aber das ist auf jeden Fall suboptimales Spieldesign. Das ist wirklich nicht nötig, finde ich. So, jetzt aber, wir haben es geschafft. Okay, 50 haben wir bekommen. Liam McDougall schreibt an Brooke Mac 12. Hey, bist du jetzt endlich eingezogen, ha? Huh? Haben sie was von deinem Zeug kaputt gemacht? Sag einfach Bescheid, wenn du Internet hast. Ich komme dann vorbei und erkläre dir alles. Pass auf dich auf, dein großer Bruder. Cool. Ist ja voll nett. Aber sie hat voll die hübschen Stühle. Ein Klofoto. Sehr innovativ. So, das hätten wir also gehackt. Wir kommen von oben. Und kommen dann hier auf so ein kleines Vordach.
von dem es keinen vernünftigen Weg nach unten gibt. Okay. Das ist ja auch ein merkwürdiges Gebäudedesign. Also hier scheinbar nur dieses eine Apartment drin. Habe ich hier irgendwas übersehen oder? Ich meine, das ist doch echt komisch, oder? Mit echt komisch meine ich super komisch. Wir versuchen da gleich mal rechts am Gebäude nach unten zu springen. Ich will nur gucken. Nee, aber wir haben hier echt nichts übersehen. Tap, 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 springt. Okay, wir haben also nicht allzu viel Luft. Links oben sieht man die Anzeige. So, dann versuchen wir mal einfach hier uns um die Ecke zu schummeln. Das tat weh. Autsch. Nun gut, wir haben ja Aufträge. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Wir sind hier, okay. Hier gibt es einen der beiden Dealer. Das hier ist das Depot. Wo ist der zweite Dealer? Ach, hier direkt? Nee. Das ist Tyndall. Der zweite Dealer hat sich scheinbar versteckt. Ja, ist ja mal interessant. Als wenn der Angst vor uns hätte. Laufe ich jetzt hier richtig? Nee, ne? Nee, natürlich nicht. Ach Mensch, Leute. Ihr müsst mich da mal ein bisschen davon abhalten, wenn ich hier in die falsche Richtung laufe. Irgendwo hat man da auch gerade Schreie gehört in der Nacht. Und der Dealer scheint sich hier an diesem Innenhof zu... Ah ja, Basketball. Die beiden Dealer neutralisieren. Ich will aber den Basketball... Ich kann den Basketball gar nicht aufheben, schade. Im letzten Teil ging das noch. Ich glaube, das ging sogar schon im ersten Teil. Wie vermutet hat Tyndall die Blöb? Die beiden Dealer neutralisieren. Okay, ich werde PG und BK kaltstellen, damit sie Tyndall nichts tun können. Vielleicht überlässt er mir ja dann aus Dankbarkeit die Überwachungsaufnahmen. Hi, Leute. Another sucker who bought a bunch of crap you never really needed. Ja, das denkst du aber in Wirklichkeit. Tja, ich frage mich, ob sich hier noch andere Leute einmischen, wenn ich ihn jetzt... Ha! Basketball. Alle. What? Ich wollte ihn werfen. Wie kann ich den denn werfen? Ah, klar. Mit der Feuertaste. Ups. Und alle. Hopp. Boah. Adam hat einen verdammt krassen Wurf. Wie ist denn der Ball da gerade um die Ecke gesprungen? Nein, mein Ball ist hinter dem Müllcontainer gefallen. Oh Mann. Ah, ja, ja, nein. So, vorsichtig. Ja, sehr schön. Ja, Ball hinter dem Müllcontainer gefallen ist natürlich... Ups, komm her, Ball. So, wir versuchen das nochmal. Und wir haben echt einen verdammt kräftigen Wurf. Hopp. So, wir schauen uns mal nach hier hinten. Sorry Leute, kleine Spielerei. Muss jetzt mal gerade sein. Auch noch zu hoch. Ach. Wie kann es denn sein, dass wir so ein... Nein, daneben.
Ja. Ich hab's gleich, Leute. Vielleicht aber auch nicht. Ich war mir eigentlich so sicher, dass der Wurf sitzt. Und irgendwie die Hitbox von dem Ball scheint nicht ganz optimal zu sein. Da gibt es manchmal Probleme, den aufzuheben. So, jetzt aber komm schon, rein mit dir. Nee. Ja, okay. Schaffe ich jetzt nicht. Dann. Guck mal, ist das dein Ernst? Müssen wir den jetzt wirklich erschießen? Ach, ich habe eigentlich gar keine Lust, den Typen zu erschießen. Aber gut, wenn es gar nicht anders geht. Wir können die auch beide nicht gleichzeitig ausschalten. Ah, vielleicht lassen wir es dann einfach mal, bis wir dieses die Kraftaugmentierung haben. Womit wir die Typen beide ausschalten können, gleichzeitig. Da kommt schon einen letzten Wurf, machen wir noch einen letzten Wurf noch. Nee. Ich meinte, einen allerletzten machen wir natürlich auch noch. Ganz klar. So ein kleinen Tick höher, so ungefähr. Ja! Wuhu! Ja, das hat sogar ein Achievement gebracht. Ist ja geil. Das ist ja echt hübsch. Stufe 5. So, wie machen wir das? Versuchen wir es nochmal. Ach, das sind beide Dealer hier. Und wir können echt nicht mit denen reden. Trying to scare me, Skinner? Because you don't. You an ex-banger? You got the look. Maybe you know the Big Ant. He's been busting DRB heads for years. So, Plan. Wir schlagen ihn nieder. Und rennen dann weg. Und die Gänger hier schlagen uns dann auch alle. Ach, das... Ja, okay. Also das funktioniert nicht so richtig gut. Das machen wir mal später, wenn wir den Double Takedown können. Lassen wir im Moment einfach mal aus. Und kümmern uns stattdessen ein bisschen um die Hauptquest, würde ich sagen. Ja, beziehungsweise auch um die Muttergefühle. Denn hier muss es ja irgendwo... Ach so, jetzt sieht man auch, das sind hier beide X, die hängen hier übereinander. Ja, da gehen wir am besten einfach hier hinten lang und dann rechts. Also in diese Richtung weiter. Moment mal, auf der Karte sieht es so aus, als wenn man hier weiterkommt. Aber irgendwie... Ja, hier links von uns sollte es eigentlich weitergehen. Hier. Das Problem ist nur, ich sehe absolut nicht wie. Vielleicht mit Cyberbeinen, aber ansonsten. Ich meine, theoretisch muss es ja auch einen einfachen Weg zum Polizeirevier geben. Ja, hier kommt man nur mit Beinen und Armen durch, scheinbar. Ach, beim Pinkeln überrascht. Wo sind wir denn jetzt überhaupt rausgekommen? Ja, doch schon in der richtigen Richtung. Also hier jetzt rechts um die Ecke müssen wir gleich. Nachdem wir das hier vielleicht geknackt haben. Ja, da müssen wir hier links rum. Ah, das ist ja ungünstig. Ja, schaffen wir nicht. Da sind wir gleich am ersten Knoten aufgeflogen. Aha, ein bisschen ungünstig. Ganz kleines bisschen.
Und hier sollen wir dann weiter gleich. Hi. Punk. Der Name? Nee. Ja, und diese Cooldowns, ich habe echt keine Ahnung, warum die die an jede Tür rangemacht haben. Wahrscheinlich, damit man irgendwann die Lust verliert und nicht alles einfach so sinnlos aufhackt, wie wir das gerade machen. Wow, ohne Probleme durchgekommen dieses Mal. Access granted. Interessant. Ein Chemielager und da sehe ich Pfeile für eine Betäubungselektrodingspistole. Und eine Elektroschockpistole. Yes! Ah, geil, wir haben eine Elektroschockpistole. Das freut mich natürlich ganz besonders. Die liegt jetzt auf der 3. Die müssen wir gleich mal nachladen, denke ich. Womit kann man die versehen? Ich habe keine Ahnung. Ich kann das alles nicht wirklich zuordnen. Aber man kann sie, oder? Nee, man kann sie nicht verbessern, heißt es, ne? Elektroschockpistole. Betäubung einzelner Ziele auf kurze Distanz. Nachladetempo geht, Kadenz, naja, gut. Die Wirkung setzt sofort ein, kann auch eingesetzt werden, um Roboter und elektronische Geräte kurzzeitig zu stören. Ah, gut. Das Bedrohungskontrollgerät Baskill ist eine nicht tödliche Einzelschusswaffe. Die Ziele mittels Elektroschock bewusstlos macht. Die Waffe ist leicht zu verbergen, hat aber eine geringe Reichweite, eine geringe Kadenz und das Nachladen dauert ziemlich lange. Sie ist primär zum Einsatz gegen organische Ziele geeignet, ist aber auch effektiv bei der vorübergehenden Deaktivierung von Sicherheitskameras, Geschützen und Robotern. Upgrades für das Bedrohungskontrollgerät gibt es keine Upgrades. Oh, das ist ja blöd. Ja, hierfür gibt es Ladegeschwindigkeits-Upgrades, okay. Das brauchen wir dann also irgendwann vielleicht mal. Ja, und für die Elektroschockpistole gibt es leider nichts. Also für die nicht tödlichen Waffen nichts. So, und dann können wir jetzt aber diese Pistole hier, denke ich, langsam mal verkaufen. Und wir könnten jetzt theoretisch auch die beiden Dealer hops nehmen, indem wir einfach einen niederschlagen und den anderen mit der Pistole erledigen. Einmal nachladen, ist nachgeladen, sehr schön. Ha, cool, dass sie so aufklappt und dass man die dann so zusammenklappen kann. Bin ich hübsch? Hi Jungs, alles gut? Und hier stehen dann wieder Autos, also ein bisschen Maggio's, was? Ja, Maggio's Pizza Palace, Pizza Palace. T-Boss be booking me with no cogs. I find them nasty. I think they're kind of cool. Yeah, to me, it's a welcome change to the dirty old men I usually get stuck with. All the ones hopped up on Zeke. Yeah, at least that no-pose drug the Augs take don't make them all uppity and shit. Cog lovers, huh? To each their own, I guess. Hey, big boy. Hey. So, Orientierung verloren. Das hat nichts mit dem Mädel zu tun. Wir sind hier und wir müssen in die andere Richtung, dort lang. Hier ist Gang-Territorium, wie es aussieht. Ist klar bei euch? Help out a fellow man down on his luck? Hey. I've been out on the streets a long time. Seen a lot of bad shit out here. Ja, glaube ich dir direkt. Ist das hier das? Die Bank. Hat zu. Mo. Das ist ja mal doof. So, müssen wir hier lang? Ja, genau, da müssen wir lang. Da ist das Polizeirevier, aber wir gucken erstmal in die Hintergasse.
Hier gibt es wieder hübsche Fahrräder, aber hier fährt niemand Fahrrad, wie es aussieht. Straße gesperrt. Ja, Moment mal. Hier kommen wir nicht so ohne weiteres rüber. Also versuchen wir mal unser Glück mit der Tür. Ich möchte natürlich an den Safe ran. Boah, ist das euer Ernst? Wie soll ich denn hier durchkommen? Wahrscheinlich gar nicht, wie es aussieht. Was? Okay, die reagieren also allergisch darauf, wenn man schießt. Die sind ja krass. Ich schieße ganz harmlos auf so einen Verteilerkasten und die knüppeln mich hier gleich nieder. Beziehungsweise schießen mich nieder. Und das heißt also, wir müssen dann doch direkt ins Polizeirevier. Weil wir hinten nicht weiterkommen. Hey! Die stehen immer hier so, als wenn die uns irgendwas sagen wollen würden. Ah, hier hinten kommt man vielleicht auch durch. Nee, keine Tür. Aber da müssen wir irgendwo hin im Endeffekt, wenn wir an diesen Safe heran wollen, denn dieser Weg hier ist ja blockiert. Durch Strom, wie wir gerade rausgefunden haben, kann man hier irgendwie oben lang, oder? Oh, man kann vielleicht tatsächlich unten lang. Aber das ist dann wahrscheinlich auch hier irgendwie durch Container blockiert oder sowas. So, beim nächsten Mal gehen wir also dort hinein und schauen mal, was wir erreichen können. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Jungs und Mädels. Macht's gut und bis dann. Ciao.